Hi da draußen, es ist wieder euer Strong von Strong & Flex TV und heute zeige ich euch eine Spitzenübung für den Po, damit er schön rund und knackig wird. Vielleicht eher für die Mädels da draußen. Ich nehme ein kleines Helferlein dazu, den Gymstick, reicht aber auch ein ganz normaler Stab, ein Besen, eine Hantelstange, völlig egal. Das soll erstmal nur ein bisschen zum Stabilisieren helfen. Später könnte man das auch mit Gewicht machen, also ein bisschen schwereres Gewicht dann nehmen. So, und was ich tue, ist eigentlich ein ziemlich enger Ausfallschritt. Ich stelle meine Füße in eine Schrittstellung und schaue, dass ich ungefähr eine Fußbreite nach außen versetzt bin, also nicht direkt hintereinander, das würde das Ganze ein bisschen instabil machen, sondern schön versetzt, dass ihr auch euch gut ausstabilisieren könnt. Und wenn ich jetzt in die Knie gehen würde, meine Schrittlänge ist so gewählt, dass mein rechtes Knie neben meiner linken Ferse aufkommen würde. Dann mache ich den Rücken gerade, schiebe das Brustbein raus und gehe von Beckenstellung her eher ein bisschen Richtung Hohlkreuz. Ich mache so einen kleinen Entenpo. Druck ist auf der Ferse von meinem vorderen Bein. Einatmend, geht der Oberkörper nach vorne auf den Oberschenkel drauf und das rechte Knie landet kurz vor dem Boden. Und mit der Ausatmung Druck auf die Ferse, Spannung Oberschenkel und wieder aufstehen. Ich versuche das alles nur aus dem vorderen Bein zu machen. Und dieser Stab hier, der fährt eigentlich nur kurz vor meinem Bein rauf und runter. Einatmen, unten ab. Ausatmen, wieder aufstehen. Sehr, sehr wichtig, dass ihr den Oberkörper mitbewegt. Es funktioniert auch, wenn ihr hier einigermaßen steif seid. Wenn ihr den Po voll aktivieren wollt, dann wäre super, wenn ihr den Oberkörper mitbewegt, weil dadurch dann die Hüfte mehr arbeiten muss und der Po dadurch einfach viel mehr aufgedehnt und zusammengezogen wird. Also, ein letztes Mal einatmen, runter, ausatmen, Po fest anspannen, Oberkörper wieder aufrichten, rauf. Ja, sehr simple Übung, kann man daheim machen, im Fitnessstudio, egal, kann man überall einbauen. Wenn es zu leicht wird, ein paar Gewichte dazu schnappen. Ich empfehle so um die 15, 20 Wiederholungen von Anfang, wenn es darum geht, den Po ein bisschen zu formen. Natürlich beide Seiten. Ihr wollt ja nicht einseitig werden. Und ja, macht diese Übung regelmäßig. Dann seht ihr auch im Bikini richtig scharf aus. Also, bis dahin. Bitte abonnieren und eins meiner anderen Videos schauen. Macht's gut, bye bye.